Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part in Mass Effect 3. Ja, die letzte Folge hatte etwas Überlänge, deswegen werde ich jetzt in diesem Part ein bisschen Revue passieren lassen, was im letzten Part passiert ist. Denn ich war auf dem Meeresgrund auf Desponia und habe da mit Leviathan gesprochen und die haben tatsächlich ihre Truppen auch zur Verfügung gestellt. Die sind aus der Dunkelheit gekommen. Ich fand es sehr, sehr episch. Und jetzt wollte ich nämlich fragen, wie ist denn das? Das ist ja ein Add-on eigentlich, ne? Also dieses Leviathan-Zeuggedöns. Das ist ja... Hat man dann die Truppen nicht, wenn man dieses Add-on nicht hat? Hat man keine Möglichkeit, da irgendwie mit denen in Kontakt zu treten? Also das fände ich noch interessant zu wissen. Ich möchte jetzt hier kurz wieder an Bord ein bisschen plaudern. Commander? Gut, da gibt's nichts zu sagen. In erster Linie möchte ich tatsächlich mit Liara reden. Um zu gucken, was sie dazu zu sagen hat. Ich habe ja noch so ein paar Nebenmissionen und Zeug zu erledigen. So ist ja nicht, ne? Ich muss mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich würde auch gern am Hauptstrang natürlich weitermachen. Ich schau mal, wozu ich dann so als nächstes Lust habe. Hallo? Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Und ich würde es begrüßen, wenn du in Zukunft nicht mehr mit Leviathan sprichst. Ich will keine Tentakelkreatur in deinem Hirn. Außer mir. Nett. Hallo, Shepard. Ja, das ist nett. Okay, gut, wenn das das ist, was sie dazu zu sagen hat, dann passt mir das auch. Ich wollte eigentlich hauptsächlich gucken, was sie dazu zu sagen hat, weil ich dachte, das ist für sie sicherlich... Also, was interessant ist. Gut, ich gehe jetzt dann, pass auf, ich mache dann einfach weiter jetzt, kurz und schmerzlos. Und würde sagen, ich gucke gleich mal auf meine Karte, was noch so zu erledigen wäre. Ach so, nach Mails wollte ich noch eben schauen. Aber nein. Gut. Ach, keiner schickt mir mal eine E-Mail. Das ist ja deprimierend. So, ja genau, Desponia, da bin ich fertig. Es war so cool. So, hier habe ich auch alle Aktivposten. Das ist doch sehr schön. Dann kann ich jetzt... da ist das Massenportal. Dahin düsen. Das habe ich auch noch nicht fertig gemacht, ne? Also, dass ich da... überall die Sachen fertig habe. So, jetzt muss ich mal gucken. Also hier war ich zum Beispiel noch gar nicht scannen anscheinend. Hier habe ich auch nur 57%, weil es ist halt alles nicht so viel, ne? Also, da muss ich mich echt nochmal ransetzen. Das muss ich dann mal machen noch. Jetzt habe ich Treibstoffreaktoren. Ich glaube, die hole ich hier jetzt noch schnell ab, oder? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn geheimes Artefakt finden? Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Zitadelle, Kroganische. Da habe ich noch eine Cerberus-Jägerbasis zu erledigen. Ah, also ein bisschen was ist tatsächlich irgendwie noch zu tun. So, ja, aber ich mache am Hauptstrang weiter hier. Und das war hier. Das ist das Artefakt. Dann mache ich da jetzt weiter und dann gucke ich mal, dass ich das noch finde. Hier, ach, da kann ich eigentlich... mal noch, ich glaube, guck mal, da kann noch gescannt werden und so, das mache ich mal, das mache ich jetzt noch, oder? Also, hast du eh nicht, ach komm schon, hast du eh nicht so viel gesehen, mein Gescan, ich habe das, wenn ich es gemacht habe, ja tatsächlich offscreen gemacht, das mit dem Treibstoff ist schon lästig, so, kaufen. Könnt ihr nicht jedes Mal einfach mal auftanken? So, auf geht's. 1, 2, 3... So, dann gehe ich jetzt hier hin. Gehe ich jetzt hier einmal und gucke, ne, dass ich hier so ein bisschen was wenigstens kriege. Dann wird jetzt gescannt. Pass auf. Ja, ja. Ja, ja, aber hier, ne, hier finde ich, da muss noch irgendwo was sein. Ausweichen erfolgreich. Weil ich habe da erst 50%, ne? Na gut, ich mache mal hier weiter. Ah, die Reaper, ey. Ich habe etwas gefunden. Ah, ja, hervorragend. Ja, 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 die Reaper brauchen wir nicht auf den Keks gehen. Genau, nimm das mal mit, da habe ich gleich wieder ein bisschen Sprit, das ist gut. Die kommen jetzt wahrscheinlich auch raus, ne? Ja, die Aufmerksamkeit ist ja schon voll, also. Ich versuche mal hier noch ein bisschen vielleicht...
Reaper umgangen. Naja, 50%. Ne, ist nicht so viel, aber... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dann mache ich hier jetzt noch weiter. Und dann kann ich, nachdem ich da gewesen bin, nochmal hin. Signal bestätigt. Ah, perfekt. Hier. Also, dann scannen wir mal. Andersrum. Da. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man das hier... Ach, eine Statue, cool. Dass man das nach Möglichkeit so auf 100%... Ist es dann wesentlich einfacher oder ist es... muss man das vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt machen? Da. Oder ist es doch... Oder ist es halt wichtig, das zu machen? Ne? Ist halt... Also interessiert mich mal. Nein! Oh, 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 oh. Schnell jetzt, zack. UAV-Sprung erfolgreich. Ja, sehr schön. So, dann würde ich sagen, kann ich mich jetzt... Ach, guck mal, da oben ist auch noch einer. Also das würde mich mal noch interessieren, wie wichtig das ist, das zu machen. System anfliegen. Jetzt bin ich auch fast ohne Sprit. Sehr gut. Ja, jetzt auf einmal, wa? Ich habe etwas gefunden. Ja, prima. Dann untersuche ich das jetzt hier gleich noch. Ja, weißt du, ich bin da vollkommen schmerzbefreit. Also, aber wer mich kennt, der weiß das auch, ne? Hier, go. Und zack. Ausweichen erfolgreich. Ja, dann kann ich da immer noch weiter gucken. Prima. Ah, so, jetzt hier das geheime Artefakt finden. Mache ich mich doch noch auf den Weg. Ist ja erst... Ist ja noch Zeit, bisschen. So, dille, dille. Da, Tessia, auf geht's. Die Asari-Heimatwelt wurde als Kronjuwel der Galaxie bezeichnet, als Gipfel der Demokratie und schlagendes Herz galaktischer Liebe. In ihren Republiken gibt es erstaunlich wenig Krieg, Krankheiten, Gewaltverbrechen oder Hunger, was einer stabilen Wirtschaft zu verdanken ist, die von wohlhabenden Kolonien und Tessias gewaltigen Isiru-Reserven unterstützt wird. Spuren von Isiru im Wasser und Boden sind so häufig, dass sich die meisten Lebensformen auf Tessia daran angepasst haben. Tessias Wohlstand ist durch den Angriff der Reaper ins Wanken geraten. Die Kommunikationsinfrastruktur, das Rückgrat der E-Demokraten der Gesellschaft, wurde eliminiert. Millionen sind ohne Energie, Wasser oder Lebensmittel. Ein Schachzug, der die Asari zur Kapitulation auf breiter Ebene bewegen soll. Dieser Schritt der Reaper-Strategie ist notwendig, weil Husks allein nur schwer eine Population von Biotikern entwaffnen oder festnehmen können. Sie liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Ab zum Shuttle, es geht los. Ja, natürlich geht Liara mit. Und ich glaube, dann nehme ich Edi wieder mit. Mal zur Abwechslung. Und dann mal gucken. Bin sehr gespannt, wie die ist, die Welt der Asari. Ich verspreche mir sehr viel. Ach, das reicht nicht. Das ist auch mir noch zu wenig. Da lohnt sich auch noch nichts. Auf geht's. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athame. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Venesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe Ihre alten Akten durchgesehen.
Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich entnehme den alten Berichten, dass ihre Mutter von den Reapern indoktriniert worden war. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Ja, es ist schwer, Liara, aber Sie dürfen jetzt nicht daran denken. Man könnte den ganzen Tag lang Opfer zählen. Konzentrieren Sie sich darauf, den Tigel fertigzustellen. So kaltschnäuzig kann ich leider nicht sein, wenn es um mein eigenes Volk geht. Ja. Ihre Gefühle sind verständlich, aber Sie nehmen Ihnen die Energie für den Kampf. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Jo. Ach Mensch, das sieht da auch aus, ne? Mann, 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 ey. Ja, da geht's ja schon wieder gut los, ne? Weg zum Asari-Tempel finden. Meine Heimat. Ich habe Bedenken, dass wir hier oben ein zu gutes Ziel bieten. Dann runter. Ja, natürlich. Wir bieten hier ein perfektes Ziel, was natürlich nicht so toll ist. Dann mal runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich möchte gar nicht wissen, wie das auf der Erde jetzt aussieht. Auch nicht toll wahrscheinlich. Sie müssen Commander Shepard sein. Ja, hallo. Commander, wir haben gehört... Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Gehen Sie an das Geschütz. Gehen. Ich gehe an das Geschütz und lasse es krachen. Komm her. Das Geschütz da drüben. Bemannen und feuern. Ah, da sind ja schon wieder... Bam, 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 bam. Ach so, hier ist, So, wo ist denn... Da kommt... Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt noch einer. Ich hoffe, ihr macht das da alles gut und richtig. Ach ja, na dann... Weißt du, das ist aber auch... Also bitte, ey. So. Da. Husks. Husk, Husk, Husk. Es kommen noch mehr. Ja, ich hab schon gesehen. Ich bin ja schon dabei, Mensch. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort. Stopfen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Oh Gott. Barriere abstützen. Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Es ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Das kommt aus den höchsten Kreisen Ihrer Regierung. Die können kein Leck riskieren. Hier rumzustehen und draufzugehen ist auch riskant. Warum machen wir das? Es ist zu kompliziert. Ich muss in den Tempel und Sie werden mir dabei helfen. Zu spät. Unser Außenposten hat den Kontakt zu den Wissenschaftlern dort verloren. Aber ich muss sie erreichen. Jäger startbereit machen! Sofort! Ich opfere nicht meine Leute, nur weil ein Mensch, den ich noch nie gesehen habe, es verlangt. Ich kenne sie nicht. Aber wenn ich meine Leute nicht abziehe, werden sie alle sterben. Moment. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Ich habe auf T'Chanka und Runoch bereits zwei Reaper ausgeschaltet. Ich weiß, wie das geht. Und was ist mit den ganzen anderen Reapern da draußen? Irgendwo müssen wir anfangen. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun.
Hier Lieutenant Kurin. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ja, einwandfrei. Mensch. Also, ich... Levelaufstieg ist gut. Guck mal, kann ich mich hier mal bitte eben in Deckung bewegen? Guck mal, da habe ich so ein schönes Bild von Edie mit den schicken Schuhen. Ich danke dir jetzt an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich mache mich auf den Weg dann im nächsten Part und sag bis dahin. Ciao, ciao.